Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video eBay Kleinanzeigen. Was habe ich auf meiner Liste drauf? Thema Schlepper. Ich habe euch gefragt im Discord. Und ich habe euch gefragt, ich habe euch nur auf dem Discord gefragt, glaube ich, ne? Und ich hatte das mal im Video erwähnt, meine ich. Und auf Instagram habe ich das auch schon mal erwähnt. Nee, genau, stimmt. Und da habe ich gefragt, ich sage mal zu, was für, also Allradschlepper, ne? Falls irgendwie demnächst mal was im Haus stehen sollte, was soll es denn wohl sein? Habt ihr eine Idee? Nur mal einen Vorschlag, wonach kann man mal gucken, was wäre interessant? Die haben natürlich MB-Trag und so, da braucht man nicht saugeile Maschinen, aber für mich total am Ziel vorbei. Zu teuer und ja, das ist halt nichts für mich, obwohl es halt mega geil ist. Naja, auf jeden Fall habe ich dann so mal geguckt auf meine eBay-Kleinanzeigenliste, habe gesagt, weißt du was, ich nehme euch mal mit, ich zeige euch mal die eBay-Kleinanzeigenliste. Ich habe das Ganze hier gerade abgefilmt, also nehme ich das gerade auf, dann blende ich das nämlich hier ein und dann gucken wir mal, was auf meiner Liste los ist. Da kam nämlich auch der Vorschlag, Fortschritt, ZT323, kenne ich nicht, ne? Ich dachte 323, 323, weißt du, McCormick und so, aber nee, 323 ist anscheinend auch ein Fortschritt, wie gesagt, kannte ich nicht, mal stumpf auf eine blauen Torte hier abgelegt, das Ganze. Können wir mal draufklicken, was natürlich mega geil ist vom Preis her, ne? Für 12 Schleifen kriegst du hier VOB auch noch, 12.000 Euro, wieso bin ich so dunkel, 12.000 Euro VOB, da kriegst du hier einen Trecker mit Allrad. Ich habe mal ein bisschen schlau gemacht, PS, 100 PS hat das Ding und hier, ihr müsst mal die Bilder euch reinziehen, ja, das Ding sieht ja echt noch nicht verbraucht aus, ne? Also da muss man sagen, wieso habe ich denn jetzt hier kein Netz, doch, da seht ihr mal, das Ding sieht echt noch, ja, schnieke aus, natürlich, also vom Zustand, ne? Also von der Optik brauchen wir nicht reden, das ist nicht so mein Geschmack, aber auch von innen und so, ihr seht hier unten ist noch Lack am hier, unterm Cockpit und so, also nicht irgendwie groß verschlissen. Ne? Da auch Lack noch gut und das, man sieht ja, dass der nicht nachlackiert wurde. Also das ist echt schon nicht schlecht, das Ding. Natürlich, wie gesagt, von der Bauform jetzt nicht so meine Baustelle, aber egal. Nachteil, also Vorteil 100 PS, Nachteil, ich glaube 12 Meter Radius oder sowas. Also Wendekreis, relativ groß. Ich weiß nur, obwohl ich weiß jetzt gar nicht, wie viel so 9,56 oder sowas hat, am Wendekreis kann ich euch gar nicht sagen. Naja, auf jeden Fall, oh ja, genau, der hat erst 3.900 Stunden gelaufen, ne? 100 PS, 3.900 Stunden, 12.000 VOB auch noch, weißt du, da kriegst du das Ding vielleicht für 11,5, hast einen super Allradschlepper, aber natürlich von der Optik her, vom Style nicht so cool, ne? Und ganz ehrlich, wenn ich hier Ersatzteile haben möchte, ja, brauche ich, glaube ich, gar nicht suchen. Wenn ich nach Fortschritt frage, ja gut, durchs Internet ist das vielleicht nicht ganz so schlimm, ne? Dann habe ich hier ein, ja, das ist ein Frontlader. Was fand ich denn noch interessant hier? 844 XL. Ne? 9.900 Euro. Dachte ich, oh cool, ne? Motorschaden. Ja. Also 9.000 Euro Motorschaden. Hier siehst du auch auf dem Foto. Ja, da ist natürlich der Kotflügel auch schon, ja, bauernblindmäßig am Start gewesen. Natürlich schöne XL-Kabine. Gibt es natürlich nichts, ne? Aber natürlich auch vom Zustand auch nicht mehr so frisch. Ist ja erstmal legal. 10.000 Euro, okay, sagst du, günstiger Schlepper, aber dann auch noch mit hier, oh ja, und das ist plus Mehrwert, ne? Also dann weißt du genau, dass da noch 2.000 draufkommen, bist du bei 12 Schleifen von 86er Baujahr mit Motorschaden und das nicht irgendwie Motorschaden, weil ein Ventil krumm ist, sondern tatsächlich, weil die Kurbelwelle im Arsch ist, ne? Das ist natürlich bitter. Also kannst mal sehen, wo die Preise liegen, ne? Hier so ein 2,5 habe ich noch so einen schönen Deutzi. Da habe ich noch gedacht, okay, das ist ja ähnlich wie mein McCormack, nur dass der noch ein bisschen matschiger aussieht. Irgendwelche fiesen Rückleuchten dran geschraubt, ne? Aber für 2,5 ist der ja auch doppelt so teuer wie mein McCormack gewesen, ne? Naja. Ja, er hier, 5,33, ne? Habe ich auch gedacht, okay, das ist auch so ein typischer Fall hier, bauernblindmäßig. Ich will keinen zu nahe treten, aber, ne? Der ist auch schon vom Preis runtergegangen. 7,5 hat hier, was ich ein bisschen scheiße finde, mein Geschmack, oben alles lackiert und unten siehst du halt, wie der Trecker ursprünglich mal aussah. Ne? Also, ne, da hättest du genauso gut, finde ich, den. Und wenn ich den Lack so sehe, das sieht ja aus, als wenn er mit Hammerschlag lackiert ist. Auch nicht so mein Fall. Ne, da siehst du es halt. Was hat er auch nochmal dazu geschrieben? Sofort an.
Ja, ja, nö. Läuft wunderbar, alles gut soweit, ne? Aber ich finde auch 7,5 IHC 533 ohne hydraulische Lenkung und ohne Frontlader in dem Zustand auch knusprig, ne? Ich meine, die Preise sind teuer, aber so teuer, Alter, boah, heftig. Ja, dann habe ich hier noch ein Fahrmähwerk, ne? Steht hier bei uns in der Gegend. Aber das ist leider auch in den Binsen. Sieht nicht mehr sehr schick aus und macht Geräusche, ja, ne? Frag mich mal warum. 425 VB, 1,85 Meter. Wenn ich mir so ein Mähwerk kaufen sollte, dann würde ich mir eigentlich gerne tatsächlich 1,85 Meter kaufen. Ne? Kartoffelkisten sind ja momentan wieder angesagt. Da vorne kann man auch andere schöne Sachen reinpacken. Also von daher sind die interessant. Und der ist auch cool, Alter. 9,55 mit TÜV. 11.000 Euro VB. Ist aber schon länger drin. Ne? Obwohl, ja, geht. Ich meine, dass da schon mal drin stand. Das ist natürlich ein Amtmann. Ne? Das ist ein geiles Teil. Schön ehrlicher Lack, finde ich. Ne? Sieht gut aus auf den Bildern. Nichts gegen einzuwenden. Drei Bilder hat er nur drin. Hat leider keine XL-Kabine, sondern Komfort 2000. Aber das ist natürlich ein geiles Gerät mit einem Bars, ja, Bananenfrontlader davor. Boah, vom Style her cool, ne? Schönes alte Gesicht und so. Oh. TÜV hat er frisch bekommen, einsatzbereit, mega geil, 5,9 Liter Hubraum für 11.000 Euro VB. Vielleicht kriegst du den für 10,8, 10,6 vielleicht, ne? Vielleicht sogar 10,5, glaube ich nicht, aber kann sein. Dann hast du natürlich einen knusprigen Trecker. Sage ich euch aber ganz ehrlich, der Trecker, ne? Der ist schon wieder zu groß für mich. Das ist ein super geiler Trecker, ne? Aber so ein Sechszylinder-Schlepper, Alter, das ist echt, wenn ich hier aus der Scheune rausfahre und ich will hier um die Kurve, dann muss ich ja schon rudern, dass ich da Platz für habe. Schwierig. Also ist tatsächlich für mich so ein Sechszylinder vom Verbrauch her vielleicht für mich zweitrangig, weil so viele Stunden macht er bei mir nicht. Vielleicht zum Holz holen oder so, dass er da vielleicht ein bisschen mehr schluckt, ja. Aber so, das wäre mir noch egal, der Verbrauch. Aber diese Wendigkeit, die ist für mich ja ausschlaggebend, ne? Und dieses Riesenteil, Alter, wenn ich weiß gar nicht, ob der bei mir durch die Scheune passt. Meine Scheune ist ja bloß 3 Meter hoch, glaube ich, und 3 Meter breit. 3x3 ist es, glaube ich, mehr ist es gar nicht. Ich weiß nicht, ob der da durchpasst mit seiner 3 Meter, ja, vielleicht, ne, mit der Höhe, mach wohl hinkommen, aber das wisst ihr, was ich meine. Viel Platz hast du da nicht rechts und links, ne? Schwierig alles, also der ist schon wieder zu groß. Ist ein geiles Ding, aber für mich zu groß. So, dann habe ich hier noch eine Hochdruckpresse von MF drin. MF, so, wobei da Presse, die sieht eigentlich ganz geil aus, ne? Aber MF weiß ich schon wieder nicht, ob ich da die Ersatzteile für kriege für sowas. 1200 Euro finde ich vom Preis ja auch ganz cool, ne? Leichte Karosserieschäden wäre mir eigentlich egal. Zuverlässige Funktion bis zuletzt, das ist das Wichtige. Wir haben auch schon ein paar Zuschauer geschrieben, hier willst du eine Presse von mir haben für 600 Euro. Die hat allerdings hier knotet nicht und da irgendwas verkehrt und Nadeln schief, da habe ich dann keinen Bock drauf. Weil gerade eine Presse, die muss eigentlich immer laufen. Alter, wenn du die auf dem Feld hast, dann ist immer eine riesendicke Wolke hinter dir und immer, du hast nie Zeit. Und da muss das eigentlich immer schnell laufen. Und wenn das dann alles kaputt ist, gerade bei einer Presse, das macht mein Nervenkostüm dann doch nicht mit. Ne? Naja, aber so eine MF-Presse würde ich mir aber, glaube ich, nicht kaufen, eine Presse. Fragen auch ganz viele, kaufst du denn eine Presse? Nee, einfach aus dem Grund, weil ich brauche die nicht. Weißt du, Matthias, der presst das für mich. Seht ihr jetzt Samstag im Video, da presst er für mich und dann läuft der Lachs und dann hast du das komplett und dann hast du hier keine riesen Presse stehen. Das ist alles, braucht viel Platz. Platz habe ich nicht. Und eine vernünftige Presse kostet auch bestimmt 1.500-2.000 Euro mindestens. Ja, ich denke mal, so 2 Schleifen musst du dafür investieren. Und das Geld kann ich dann noch wieder besser in einen Schwader investieren, weil den möchte ich nämlich tatsächlich echt gerne haben. Ne? Dann habe ich als nächstes hier noch einen Branson stehen. Da sagt ein paar Zuschauer von mir, oder der ein oder andere, hier Branson 60 PS, kriegst du neu für 36.000. Ist ein cooles Ding und so, kann vieles. Na, sieht doch solide aus auf jeden Fall. Ne, warum nicht? Habe ich jetzt keine Vorurteile, überhaupt nicht. Aber 36.000 Euro für einen Trecker, nee. Ne? Und dann würde ich mir, glaube ich, dann doch lieber was Älteres, Cooleres kaufen. Ne? Zum Beispiel wie das, was jetzt kommt, Alter. Das ist natürlich hier der König. 1455 XL. Ne? Da hast du natürlich den Amtmann am Start. Das ist natürlich ein geiles Ding, aber der passt garantiert nicht bei mir in der Scheune. 7000 Stunden, 40 km/h, Druckluft, allen drum und dran, 36.000 Euro. Plus Mehrwert bist du bei 42. Übrigens das Ding da, das ist ein Förderband. Hydraulisch, habt schon der eine oder andere nachgefragt.
da kümmern wir uns demnächst mal auch drum. Das läuft. Also da sind wir demnächst auch bei am Wühlen. So. Dann habe ich noch ein paar Bosatis-Messer hier. Ne? Hab mal geguckt, was man da so an Ersatz kriegen kann. Gibt's auch noch. Da haben mir schon ein paar Zuschauer geschrieben. Danke dafür. Da bin ich gerade am Start, um da was rauszufinden wegen den Größen. Dann habe ich hier Fendt Farmer. Der ist allerdings jetzt schon verkauft, aber ich habe mal so ein bisschen gestöbert, was man da so machen kann. Und 75 PS, das ist eigentlich genau die richtige Größe. 75 PS, 80 PS, ich mache hier mal ein schönes Bild auf. Ne? So, das ist doch mega Trecker. Das ist doch wie ein schöner Trecker, sagen wir ehrlich. Ne? So ein Fendt, Alter, ich weiß, wie hieß das Ding jetzt? Fendt 108 Allrad Industriefrontlader Tausch. Verkauft 108er Fan, TÜV hat er neu, Ölwechsel wurde gemacht, 75 PS, Baujahr 77, ist doch, passt hier doch genau wunderbar rein. Der Spieß gehört nicht zum Angebot, okay. Industriefrontlader von Stoll, Kabine hier unter Rost, aber keine Durchrostung, ja, so alles cool, ne? So hat gelebt, 15 Schleifen, finde ich auch noch fair, ne? Das ist doch ein schöner Trecker, sag mal. Ne? Hier, schön Frontlader und schön von der, ja, sieht doch gut aus. Ne? Reifen noch stabil. Das ist so ein Träumchen, so ein Ding. Ein bisschen porös, die Reifen. Ja, okay. Ne, komm, hat auch schon ein bisschen gelebt, aber... Ja, von innen noch. Ja, okay. Ja, gut, hier siehst du halt auch so ein bisschen Gammel drum zu. Das heißt aber, haben die alle, ne? Das ist ja normal. Ja, der sitzt ein bisschen angekaut. Aber so an sich finde ich schon geil. Doch. Aber ja, 15.000 Euro, ne? 75 PS, wie viele Stunden hat er jetzt? Musste man den Bildern wahrscheinlich entnehmen, ne? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. War da irgendwo ein Traktometer? Nö, Stunden stehen gar nicht bei? Ich glaube nicht. Naja, gegen was wir da tauschen würde, tauschen gegen kleineren Traktor, Hoflader, Weidemann. Ich weiß nicht, ob ich meinen Trecker dafür anbieten würde, könnte, müsste. Ich würde meinen ja ungern verkaufen, aber ich sage euch ganz ehrlich, für so einen Trecker in so einer Preisklasse, da muss ich ihn verkaufen. Das nützt einfach nichts. Hier, den fand ich auch cool. Der hier, das ist ja im Prinzip ist das ja ein 833. Wenn man ehrlich ist, ne? Soll kosten 26,7. Muss ich mal reinziehen. 8,33. Gut, okay. Sieht natürlich aus wie aus dem Laden, ne? Also der sieht wirklich aus wie aus dem Laden, ne? Nicht lackiert und nix, ne? Musst du den mal reinziehen, die Bilder hier, ne? Ja, guck, du musst den Trecker mal an. Das ist natürlich ein Traum, ne? Aber, ja, 26, weißt du Bescheid, ne? Hier MF, den fand ich auch cool, der hat heute eine Preissenkung hinter sich gehabt. Da habe ich heute eine Nachricht gekriegt, hier, Preis wurde gesenkt. MF Allrad 11,5, ja, hat glaube ich auch 75 PS. Stand das nicht irgendwo hier? Was ist da defekt? Schlecht, Schlepper ist nicht perfekt, achso. 8000 Stunden, ich meine, dass der auch irgendwie 75 PS hat. Ne? Das ist natürlich auch ein cooles Ding, ne? Auch von der Größe her finde ich den nicht schlecht. Ja, leider fehlt da der Frontlader. Ja, auch von der Kabine her. Sieht doch super aus, ne? Kannst mal nichts sagen. Schön mit Dach, Ausstelldach, Radio drin, Kapelle, alles am Start. Ne? Sieht doch gut aus. Hier hat er noch dicke Basskiste am Start, Junge, dass er da richtig sich den Schädel wegdröhnen kann. Ja, das ist doch nicht schlecht. Steht bei uns in der Gegend. Nur wie gesagt, Frontlader fehlt. Ja, Deutz DX hier ist ein Ferguson mit Frontlader. Das ist natürlich ein fettes Teil. Ne? Der macht natürlich einen dicken Auftritt. 90 PS, 32 km/h. Ich hätte gerne 40er, ne? Aber 40er, da habe ich mich schon mit abgefunden. Das kannst du abhaken, ey. So ein 40er kostet richtig Geld. Deutz DX ist verkauft, 145er Deutz. 100 PS. Dann hier ein 844 Komfort 2000 mit Allrad. Das ist schon die richtige Kategorie hier. 844. Schön Vierzylinder. Ich denke mal, dass die nicht ganz so viel brauchen. Ne? Die haben ja auch 80 PS, glaube ich. Das ist schon super. Richtige Größe, würde ich behaupten. Komfort 2000 ist, ich hätte natürlich gerne XL, aber ja, was jetzt machen? Ist halt so, 79 PS haben die, okay. Allrad, wirklich gute Bereifung. Komfort 2000 Kabine. Mit einem schön kräftigen Frontlader. Ja, das ist natürlich hier schön Stollfrontlader davor. Na, hydraulisch alles. Hier zack, zack. Industriefrontlader. Boah, von der Farbe her okay, aber geile Reifen drauf. Also, das heißt geile, aber zumindest neuwertige Reifen. Ne? Dann hier. Ja. Was hat der denn da unten für Riesen?
So riesen Unterlenker, Fanghaken. Ja, Hagias ist ja. Von innen, ja okay, auch kein Teppich mehr drin. Das haben die ja wohl irgendwie alle, ne? Dass sie keinen Teppich mehr da drin haben, ne? Das ist dann echt blanke Ausstattung, ne? Aber ja, 13.650 VB, dann weißt du genau, okay, der will sicher auf 13,5 runter. Ne? Irgendwie so wird er wahrscheinlich sich dann treffen. Aber TÜV ist ohne Mängel neu, ne? Ist bei 13,5. Ne? Ja, sieht halt dann von der Optik her noch nicht so geil aus, aber hier John Deere, Allradschlepper, ne? Auch geil. Schnellgang, Frontlader, Lenkhilfe, allen drum und dran. Ne? Hat aber keine Kabine. Nur ein Fritten und ein D-Tech-Verdeck. Ne? Aber sonst an sich von der Optik her auch geil. Kann man mal nichts sagen. Ne? Schaufel habe ich nur mal so geguckt. 690 Euro, der war eigentlich ganz günstig. Gibt es in sämtlichen Größen hier unten angegeben. Für mich war dann die 120er interessant für meinen 633 für 520 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Fand ich jetzt nicht so teuer. Wenn ich die ganzen alten Kisten sehe, dann muss ich immer an meinen Kipper denken. Der war ja auch vorher so eine Ruine. Ne? Mittlerweile ist er ja schick. So, was habe ich sonst noch? 108 LSA. Das ist auch ein richtig schicker Trecker. Der ist wirklich schick. Alter. Reifen vorne finde ich nicht so ganz schön vom Profil, aber ist erstmal scheißegal. Na gut, innen drin den alten Teppich von Oma reingenagelt. Ist eben wie es ist. Radio, boah, schön. 75 PS, schöne Größe, ne? Schöne Größe. Oh, das ist wirklich ein schöner Trecker. 18 Schleifen aber, ne? Dicker Frontlader davor, schöne Größe. So, was haben wir noch? 308. Auch ein geiles Ding. 20.000 Euro. Das ist ein richtig schöner. Ne? 20.000 Euro. Guck mal, das ist noch richtig, richtig Noppen auf Reifen. Bisschen schmal leider. Na gut, ist wie es ist. Aber sonst, von der Optik her, muss man gucken. Na gut. Der ist wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Mal übergestrichen worden. Aber ja, Felgenform finde ich jetzt nicht so schön. Aber mein Gott, geiles Ding. 40 km/h Getriebe, 78 PS. Das ist ja genau die richtige Größe. Der hier, den fand ich auch interessant, weil er so günstig ist. 6.750 Euro für einen Allradschlepper. Aber ja, ne, hat auch nicht jeder. Ne? Vielleicht auch nicht ohne Grund. Ich weiß nicht, ob die was sind. Keine Ahnung. Aber hast einen Allradschlepper. Ne? Aber es würde für mich jetzt nicht so in Frage kommen, glaube ich. 9,55 Druckluft. Achso, das ist der wieder. Und der hier, das war auch. Oh, das ist ein schöner Trecker. Ne? 17,6 ist jetzt runtergegangen. War vorher auf 18 irgendwas 1000 Euro. Jetzt ist auf 17,6. Müsst ihr euch den mal angucken hier. Mit dem Hasen vorne auf der Haube. Das heißt immer, dass das ein Hilo-Getriebe ist. 40 km/h. Der Hase heißt immer 40 km/h bei Fiat. Boah, was ein geiler Trecker, ne? Finde ich auch von der Farbe her, mache ich die gerne allein. Von der Optik auch. Müsst ihr die Kabine mal reinziehen. Geiles Ding, ne? Ja, guck mal die Kabine an. Das ist richtig edel. 80, 90. Müssen wir mal gucken. Schöne Reifen auch drauf, ne? Ja, das ist ein schöner Trecker. Auch von innen auch. Na, guck mal, wie im Wohnzimmer. Geil, finde ich gut. Gefällt mir. TÜV, Lamm neu. 17,6. 90, 18, ich glaube, der hat 90 PS, denke ich mal, ne? Der 89, 90. Ich glaube, 90 PS. Verkaufen wir ihn. Da Hofbetrieb umgestalten, bla bla bla. 540.000 Zapfwelle, 42 km/h. Also richtig schnelles Ding. Das ist ein geiler Trecker. Für 17,6. Das wäre schon cool. Ne? Dann habe ich hier noch so einen Dacia Logi drin. Den finde ich auch immer sehr interessant für die Family. Ne, steht sogar bei mir da um die Ecke. Das finde ich eigentlich ganz cool für 9.900 Euro. Einziger Haken an der Sache ist tatsächlich, dass es die nicht als als Automatik gibt. Das ist echt das Blöde. Aber sonst finde ich so von der Ausstattung gar nicht so schlimm, so ein Dacia. Fahren auch viele mittlerweile von rum, ne? IAC-Presse wurde verkauft. Hier, Schwader für 180 Euro. Bin nicht mehr benötigt. Funktionstüchtigen Schwader. Fand ich natürlich geil für das Geld. Aber, naja, war ich zu spät leider. Ich lösche das dann immer nicht. Gitterräder suche ich ja immer noch. Stromerzeuger mit Zapfwellenbetrieb fand ich interessant. Lukas. Heckkippmulde habe ich auch überlegt. Guck mal hier, eine Heckkippmulde, ne? 1,50 Meter für 700 Euro, ne? Kippbar sind die sogar. Aber für 700 Euro sind die kippbar überhaupt? Bevor ich das. Ja, kippbare Heckmulde. Da noch Hydraulik, Zylinder dran, hast du es doch, ne? Für 700 Euro bei den heutigen Stahlpreisen, da brauchst du bald nicht mehr selber anfangen zu löten, ne? Das ist so. Und der hat noch ganz viel anderes Zeug.
Import und Export. Was ich auch interessant fand hier, dieses Kistendrehgerät. Kannst auch nicht meckern, ne? 1350 Euro, nagelneu das Ding. Ne? Lieferung frei Haus. Ey, ne? Das ist doch mega. Da brauchst du auch nicht selber für anfangen. Aber das Ding ist halt, ja, wenn ich die Kisten drehe, dann gehen die, glaube ich, kaputt. Und es bringt mir auch nichts, die Kisten zu drehen. Hier, da ist nochmal, da ist die sogar noch hinterm McCormick. Die ist aber nur 1,2 Meter. Würde auch reichen, ne? Sogar verzinkt für 620 Euro. Ne, hier ist noch so ein Mulcher drin. Kartoffel, das ist übrigens das Kartoffellegegerät, was ich habe, der Kartoffelhäufler. Da fragen mal viele nach. Das heißt, das ist der Kartoffelhäufler, da müsst ihr mal, das ist der Laden. Aber ich habe noch die Striegel dabei gekriegt. Übrigens, da habe ich damals, glaube ich, 750 für bezahlt. Und jetzt kostet der, glaube ich, mit Striegel 950 oder so. Also die sind richtig teuer geworden. Ne? Hier ist hier das so ein Ding, ja. Da ist er auch. 700 Euro, 799. Guck. Und da steht es auch. 799 mit, ja. Nee, dann ist es, nee, das ist ja gar nicht so teuer, gar nicht so teuer geworden. Guck mal, das ist die falsche Anzeige dann gewesen. 799 Euro. Ach so, zu die Mehrwertsteuer. Guck, da ist dann die Preiserhöhung. ja, ein paar Aufkleber. Hier, das ist meine Wickeltonne, die ich damals gekauft habe. Und noch eine Schaufel. Das ist meine eBay-Kleinanzeigenliste, ne? Wollte ich euch nochmal kurz zeigen, ne? Ja, aber wie gesagt, momentan, wenn, dann wahrscheinlich günstig im Regal, unten ins Regal gegriffen. Ja, ich muss meinen Trecker dann verkaufen. Ich weiß nicht. Ich hatte mal mit Retemeyer gesprochen, der sagte auch, zwischen 7.500 und 8.500 wäre der Wert mit neuen TÜVtern. Ne? Neue TÜV ist ja kein Problem. Für 7.500, 8.500 verkaufen. Dann noch mal ein paar Euro auf die Kante gelegt. Dann vielleicht bei, landest du vielleicht ja bei 12.000, wenn der Trecker weggeht und dann noch was auf die Kante. Ne? Dann hast du natürlich schon so einen vernünftigen Trecker, sag ich mal, so wie der 844, der halt ein bisschen Farbe braucht. Ja gut, okay, die haben halt auch gelebt, sind auch alt, ja, auch irgendwie, was war das, ein 79er oder so. Sowas wird es dann werden, ne? Oder ein Fendt, aber Fendt ist mir zu teuer tatsächlich. Beziehungsweise, ja tatsächlich, die fangen ja erst bei 15 an, also mindestens, ne? Deutz, ja, auch gute Trecker, aber so vom Angebot her aktuell gar nicht so passend irgendwas dabei gewesen. Ne, und ganz ehrlich, so ein bisschen IHC gelastet bin ich ja auch. Aber da ist alles offen. Ne? Also in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat dieses Zwischendurch-Video mal gefallen. Das habe ich jetzt einfach mal dazwischen gekloppt auf den Mittwoch. Samstags geht es ans Pressen. Und darauf die Woche, Mittwoch, gibt es, glaube ich, so einen Vlog mit das erste Mal mit Datum drin. Fragen aber viele. Mach doch mal ein Datum rein, habe ich jetzt extra mal gemacht, weil das tatsächlich über einen größeren Zeitstrahl ist. Habe ich da mal ein Datum reingezimmert. Genau. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr noch eine geile Idee habt. Und ja, wie gesagt, einen Betrag habe ich jetzt bewusst weggelassen, weil einfach, ja, sitzt nicht drin, geht nicht. Muss noch ein bisschen realistisch bleiben. Diese Ostgeschichten, auch eine coole Idee, ja, auch für preiswert, ja, aber naja, weiß ich auch nicht. Hier in der Gegend auch nicht so vertreten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.